Insekten, Kerbtiere, sind die am meisten vorkommende Tierklasse. Man vermutet 4 bis 6 Millionen Arten. Gemeinsamkeit: deutlich erkennbare Gliederung des Körpers in Kopf, Brust und Hinterleib. 3 Beinpaare. Viele Arten haben Flügel. Eigenschaften und Lebensgewohnheiten: artenreichste Klasse der Gliederfüßer. 60% aller dokumentierten Tierarten sind Insekten. In den tropischen Regenwäldern werden noch Millionen Arten unentdeckter Insekten vermutet. Nach Studien: in den letzten Jahrzehnten massive Abnahme der Biomasse und der Biodiversität. Äußere Anatomie, innere Anatomie und Physiologie, Lebensräume, Lebensweise, Fortpflanzung sind in der Wissenschaftsliteratur ausführlich dokumentiert. Faszination Walderde. Lebenswichtiger Teil des Ökosystems Wald, auch für die Insektendiversität. In einer Handvoll gesunder Walderde sind mehr Lebewesen als Menschen auf der ganzen Welt. Über 8 Milliarden Lebewesen, darunter auch zahlreiche Insekten, zum Beispiel Ameisen, Springschwänze, Larven und Käfer. Viele Insekten, zum Beispiel Bienen, Wespen, Fliegen, Käfer und Schmetterlinge, saugen den Nektar blühender Pflanzen, fressen vom Pollen. Die Blütenbestäubung wird vollzogen. Viele Ameisen verbreiten Samen und Früchte von krautigen Pflanzen. Als Insektenbeispiel die Bienen und die Honiggewinnung. Insektengruppe der Hautflügler, Anthophila, Lebenszeit: eine Honigbiene 30 bis 60 Tage. Bienen sammeln Nektar oder Honigtau. Beim Sammeln erfolgt Anreicherung im Körper mit Enzymen. Stockbienen verarbeiten durch Kauen und Einlagern. Nach einer bestimmten Reifung werden die Wabenzellen im Stock mit dem Honig und mit dünnen Wachsdeckeln verschlossen. Honigbereitung, Honigreifung, Inhaltsstoffe, Ausgangsstoff, zuckerhaltiger Saft der Pflanzen, der sogenannte Nektar. Die Arbeiterbienen sammeln den Nektar, eine Flüssigkeit aus Saccharose, Fructose und Glucose. Die Bienen verändern die Zusammensetzung durch Zusatz von Enzymen, Glucosidasen und Amylasen. Die Biene invertiert, spaltet die Saccharose in Glucose und Fructose. Es kommt auch zur Isomerisierung von Glucose zu Fructose. Der fertige Honig, eine dickflüssige, kristalline Masse. Variationen in der Zusammensetzung: Fructose 22 bis 41%, Wasser 15 bis 21%, 30% Glucose. In geringen Mengen Saccharose, Maltose, Mellitose, Oligosaccharide, Pollen, Mineralstoffe, Proteine, Vitamine, Farb- und Aromastoffe. Honig wurde auch schon in der Steinzeit und sicher auch schon früher als süßendes Nahrungsmittel benutzt.